Von Nina Gummersbach. Die Nacht auf den 27. Februar werden Sally Özcan und ihr Ehemann wohl niemals vergessen. Während sie und ihre beiden Töchter seelenruhig schlafen, brechen nur wenige Meter nebenan Unbekannte in ihr Bug-Imperium, Silicon Valley, ein, verwüsten sämtliche Räume und klauen, was sie in die Finger bekommen können. Aber wie sieht es eigentlich mit den polizeilichen Ermittlungen aus? Wir haben beim Polizeipräsidium Karlsruhe nachgefragt. Nicht nur Silicon Valley wurde ausgeraubt. Eigentlich hat Sally Özcan aktuell nur ein Ziel. Sie möchte Dancing Star von Let's Dance 2023, hier vergangene Folgen auf RTL Plus streamen, werden. Dass sie und ihr Ehemann Murat sich stattdessen mit der Polizei auseinandersetzen müssen, hätte sie wohl niemals gedacht. Besonders heftig. Silicon Valley ist nicht die einzige Firma in Waghäusel, die Einbrechern zum Opfer fiel. Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich Einbrecher zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Franz-Siegel-Straße sowie in der Albert-Einstein-Straße, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Schon in ihrer Instagram-Story berichtete Sally, dass die Diebe einiges geklaut hätten. Das bestätigt auch die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Offenbar hebelten die Täter mehrere Türen auf, durchtrennten teilweise Zäune mit elektrischen Werkzeugen und brachen Tresore auf. Hierbei entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie Elektronikgeräte in noch unbekanntem Umfang. Da in gleich drei Firmen im Umkreis eingebrochen wurde, vermutet die Polizei einen Tatzusammenhang. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Beamte des Kriminalkommissariats haben indes die Ermittlungen übernommen. Wurde Sally Özcans Firma Opfer einer kriminellen Bande? Eine Frage, die sich bei den Einbrüchen im eher beschaulichen Waghäusel stellt, ist, ob es sich bei den Einbrechern um eine potenzielle Bande handeln könnte. Auf RTL-Nachfrage konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe dazu jedoch keine Aussagen treffen. Auch, wie viele Täter involviert waren, wird derzeit noch geprüft, die polizeilichen Ermittlungen laufen weiter auf Hochdruck. Let's Dance-Kandidatin Sally Özcan verliert nicht den Mut. Auch einen Tag nach dem Einbruch in Silicon Valley sitzt der Schock bei Sally noch tief. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich am Dienstagmorgen, 28. Februar, bei ihren Fans. Heute Nacht war echt bescheiden. Hab gar nicht gut geschlafen. Ihren Mut verliert die 34-Jährige aber trotzdem nicht. Im Gegenteil, auf den Schrecken geht sie erstmal ihr geliebtes Silicon Valley Team besuchen und anschließend geht's zum schweißtreibenden Tanztraining mit Massimo Sinato. Sicher genau die richtige Ablenkung in dieser turbulenten Zeit.